herzlich willkommen und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum zu einem neuen Projekt, das sich da nennt, Wahrsager nennt sich das Ding. Wahrsager wird folgendermaßen ablaufen. Ich erzähle euch drei Geschichten. Eine davon ist wahr, die anderen zwei sind erstunken und erlogen von mir. Frei erfunden und zusammengewürfelt. Ja, so viel dazu. Wahrsager heißt das Ding genau deshalb, weil ihr am Ende des Videos raten müsst, welches die richtige Antwort war und welche die beiden anderen sind, die gelogen sind. Ja, los geht's direkt. Hauen wir rein und starten mit den drei Geschichten. Als Kind war ich ja bereits schon ein großer Fan von DS-Spielen. Ich hatte früher den DS Lite, den hier. Der sieht hier so wunderschön aus. Den habe ich mir überall mit Stickern und Hüllen und irgendwas beklebt. Der sieht schon ziemlich ranzig aus. Das ist er auch. Das ist übrigens kein DS Lite, sondern ein DSi. Stift sieht man daran, dass der hier nicht reinpasst. Er ist schon ziemlich alt. Ja, folgendes ist als Kind in der Grundschule mir passiert. Wir hatten damals sogenannte Spielzeugtage, zu denen wir uns Spielzeuge mitbringen konnten und damit dann im Hort spielen durfte nach dem Unterricht, kam es zu dem Punkt, wo ein anderer Mitschüler auf mich neidisch wurde, weil das war dazu zu der Zeit neu. Der hat es noch nicht gehabt. Er konnte sich's noch nicht kaufen. Und ja, hat es mir kurzerhand enthändigt. Ja. Wie sollte es anders sein als damals im Kindesalter? Entstand ein großer Streit zwischen uns zwei und es kam zu einer Auseinandersetzung, in der ich an die Gurgel ging und ihn dermaßen würgte, dass er, wenn nicht von Betreuern gerettet, zu dem Zeitpunkt damals beinahe draufgegangen wäre. Ich hätte ihn fast auf dem Gewissen gehabt. Ja. Geschichte Nummer 2. Ich war 2016 mit der Klasse, mit der aktuellen Klasse, auf einer Klassenfahrt nach Griechenland. Und auf dieser Fahrt nach Griechenland mussten wir auf der Fähre schlafen. Wir hatten keine Kabinen und mussten mit Luftmatratze und Schlafsack auf dem Boden im Gästeraum schlafen. Das war äußerst unangenehm. Bei der Überfahrt von Italien nach Griechenland mussten wir also auf dem Boden, auf dem harten Boden schlafen. Ja. Auf der Hinreise legte ich mich also auf Matratze und Schlafsack auf den Boden und ja, dementsprechend mitten auf dem Gang schlafend schlief ich nicht sehr gut und nicht sehr lang. Dementsprechend unausgeschlafen und mies gelaunt kam ich im griechischen Ort an und ja, begann die Klassenfahrt mit einem sehr schlechten Start. Ja, auf der Rückfahrt hatte ich schon mir
aus der Erfahrung der Hinfahrt einige Schlüsse gezogen und habe mich dann zwischen zwei Sitze reingeklemmt, die dort im Gemeinschaftsraum aufgestellt waren, konnte die eine Seite zurücklehnen, sodass das etwas abgeschirmt war von Flüssen, die so auf einem Schiff so halt sind, und konnte dort einigermaßen sogar überleben in der Nacht. Geschichte Nummer 3 hat sich genauso wie die anderen zwei Geschichten in der Schule zugetragen. Ich habe einmal in einem Test, Grüße an die Lehrer, einmal komplett abgeschrieben. Ich hatte mir in meine Federmappe einen kleinen Zettel, einen kleinen Spickzettel gesteckt und auf den Zettel alle Vokabeln, es war ein Vokabeltest, geschrieben und selbstverständlich Englisch. Deutsch gibt es relativ wenige Vokabeltests. Ja, könnten auch alternativ Russisch sein, aber es war Englisch. Ja, ich schrieb mir auf den Zettel alle Vokabeln in der Vokabelliste und packte es wunderbar in meine Fingermappe und konnte idealst bei diesem Test abschreiben, indem ich einfach auf die Stiftetuis schielte und dort unbemerkt abgucken konnte. Obwohl ich in der ersten Reihe saß, war scheinbar so gut versteckt, dass es der Lehrer nicht bemerkte. Eine kurze Geschichte, ja, was für seine Wahrheit spricht, aber vielleicht auch nicht. Ja, stimmt jetzt ab hier oben in der Infobox, da müsste jetzt was verlinkt sein, hier oder hier. Ich weiß es nicht so richtig mit meiner Kamera, ist ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall ist da jetzt ein kleines I oben. Dort könnt ihr draufklicken und zwischen den drei Möglichkeiten A, B oder C könnt ihr anklicken, abstimmen, was entspricht der Wahrheit dieser drei Schulstories, welche zwei sind gelogen. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück beim Raten und ja, die Auflösung kommt dann mit dem nächsten Wahrsager-Clip. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein, Däumchen nach unten sollte das nicht der Fall sein. Spekulationen über die Richtigkeit von Nummer A, B oder C. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag, Mittag, Abend oder was auch immer für eine Jahres-, Monats- oder Tageszeit ihr gerade habt. Also, bleibt mir nur noch zu sagen, haut rinne. Adios.